Wir leben in Zeiten von Cancel Culture. Ja? Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich jemanden nicht mag oder vielleicht ganz besonders auch, was er sagt. Und deswegen versuche ich, die Glaubwürdigkeit dieser Person zu ruinieren und wahrscheinlich auch die Laufbahn dieser Person effektiv zu beenden. Und man möchte eigentlich so eine Person zum Schweigen bringen. Den Höhepunkt haben wir gesehen, oder man könnte vielleicht auch sagen, den Tiefpunkt, als Will Smith, Chris Rock, vor versammelter Mannschaft eine Ohrfeige gegeben habe. Vielleicht seht ihr hier das Bild, ihr kennt es sicherlich, ihr habt das gesehen. Es ist einfach barbarisch und schrecklich. Ja, eine Ohrfeige für einen Witz, den er über seine Halbfrau gemacht hat. Ja, Comedy hat ein Riesenproblem in unserer Gesellschaft. Man darf über nichts mehr lachen. Und langsam geht es auch irgendwie auch der säkularen Welt auf den Keks. In Richter 18 geht es auch um Cancel Culture und wir werden sehen, was der Ursprung ist davon. Und das ist vielleicht was ganz anderes, als was du dir vorstellst. Denn Cancel Culture ist ein Symptom. Ja, es ist nicht die Wurzel des Problems, es ist wirklich nur die Erscheinung. Und Cancel Culture ist ziemlich heavy für jeden, der es mal erlebt hat, in der Schule, auf der Arbeit, in der Kirche oder auch im Internet. Aber Cancel Culture kann wirklich nur entstehen, das muss man tief erstmal verstehen. Es kann nur entstehen, weil es einen Nährboden findet. Ja, wie eine Pflanze einen Nährboden braucht, wie ein Virus einen Wirt braucht, so braucht auch Cancel Culture ein gewisses moralisches Umfeld, ein gewisses Fluidum, ja, um zu entstehen und auch zu überleben. Was ist dieser Nährboden? Ja. Genau darüber spricht Richter 18. Eine Sache kurz vorerst hinweg, das ist, alles fängt klein an. Ja? Wir lesen zum Beispiel in Sprüche 6, Vers 10, da steht, ein wenig Schlaf, ein wenig Schlummer, ein wenig Hände falten, ja, um auszuruhen. Und die Armut, die kommt wie ein Draufgänger und die Not wie ein gewappneter Mann. Das heißt, du chillst ein bisschen und plötzlich kommt die Not um die Ecke wie so ein Ritter, ja, und haut dich einfach um. Das bedeutet, es fängt alles ganz klein an, einfach so ein bisschen chillen, ja. Und plötzlich wird aus diesem Atom, will ich mal sagen, wird eine Atombombe. So, bam, plötzlich fliegt dir dieses Ding einfach nur sowas von um die Ohren. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen. Wir denken uns, ach komm, weißt du, so eine kleine Ungerechtigkeit, ist doch egal. Das lassen wir einfach liegen. Und plötzlich merken wir, dass die Ungerechtigkeiten, die wachsen uns wie Haare aus dem Kopf. Ja? Oder wir sagen, ein bisschen Gott vernachlässigen ist auch kein Problem. Und plötzlich haben wir einen Tempel voll Götzen. Ich möchte zeigen, also, durch das Ganze, was wir jetzt sehen werden, hier in der Bibel, ich möchte zeigen, wie aus atomaren Fehlern eine Atombombe werden kann. Galater 5 sagt uns zum Beispiel auch, ja, ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Kleine Kompromisse haben große Konsequenzen. Das ist vielleicht eine Sache. Und die zweite Sache, die ich dir zeigen will, ist, warum es bei diesem ganzen Prozess eigentlich darum geht, dass man weggegangen ist von Gottes Wort. Ja? Du wirst es immer wieder hören, Gottes Wort ist wirklich die Basis. Und dieser Fehler hätte nicht passieren müssen. Und dafür will ich mit dir einfach mal kurz einsteigen, einfach nur als Background-Story, was hinter Richter 18 steht, und zwar sehen wir da die Fehlerquelle. Wir werden jetzt ein paar Bibelverse uns durchlesen und es ist wichtig, dass wir die durchgehen, damit du das Grundproblem verstehst. Wir gehen nach 5. Mose 12, Vers 1. Da hat Mose gesagt, diese sind die Satzungen und die Rechte, die er halten soll, sie zu tun in dem Land, das der Herr, der Gott deiner Väter dir gegeben hat, es zu besitzen. Erste Sache, die der Mose gesagt hat, ey, ihr kommt in dieses Land und natürlich müsst ihr dieses Land besitzen. Also, besitzen, ganz wichtig. Und dann sagt er im nächsten Vers, ihr sollt alle Orte ganz und gar zerstören, wo die Nationen, die ihr vertreiben werdet, ihren Göttern gedient haben. Das heißt, eigentlich war der Plan nicht unbedingt, dass sie in das Land gehen und die ganzen Völker platt machen, sondern sie sollten die vertreiben. Wenn die da bleiben, würde es natürlich Kampf bedeuten. Ja, aber sie sollten die eigentlich vertreiben und dann würden aber dann ganz viele Götzen und so weiter da sein. Und hat er gesagt, und diese ganzen Götzenbilder, die macht ihr alle tabula rasa, die macht ihr klein. Ihr sollt die Altäre niederreißen und so weiter, Vers 3. Und ihr sollt
ihren Namen aus jenem Ort vertilgen. Dann in Vers 4 und Vers 5 sagt er, dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr nicht so tun, natürlich, sondern den Ort sollt ihr aufsuchen, den der Herr, euer Gott, aus allen euren Stämmen erwählen wird. Das heißt, es wird einen Ort geben, unter den ganzen Stämmen Israels, und Gott würde einen Ort aussuchen, und dann sagt er, dass er dort wohnen will. Und dahin sollst du kommen. Vers 8, wir gehen weiter, 5. Mose 12 durch. Ihr sollt nicht nach alledem tun, was ihr heute hier tut, jeder, was irgend recht ist in seinen Augen. Wenn du Richter kennst, siehst du genau wieder die Parallele, ne? Dass man genau das tut, was eigentlich recht ist in seinen Augen. Aber Mose sagt das alles schon in 5. Mose 12. Und es geht weiter, Vers 11. Der Ort, den der Herr, euer Gott, erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen, dahin sollt ihr alles bringen, was ich euch gebiete. Jetzt denkst du vielleicht, ja gut, aber dieser eine Ort ist ja okay, aber vielleicht kann man ja auch an einem anderen Ort es auch machen. Nee, 5. Mose 12, 13, 14 geht sofort weiter. Hüte dich, dass du deine Brandopfer nicht an jedem Ort opferst, den du siehst, Augen, sondern an dem Ort, den der Herr in einem deiner Stämme erwählen wird, dort sollst du deine Brandopfer opfern und dort alles tun, was ich dir gebiete. Also sehr, sehr klar, oder? Jetzt denkst du, ist ein bisschen hart, oder? Nee, überhaupt nicht. Vers 15. Doch magst du nach all deiner Herzenslust schlachten und Fleisch essen in allen deinen Toren nach dem Segen des Herrn deines Gottes, den er dir gegeben hat. Gott sagt also, du kannst so viel Fleisch essen, wie du willst und ich erfreue mich daran. Ich will dir einfach nur das Allerbeste geben. Aber du darfst, Vers 17 und 18, in deinen Toren nicht den Zehnten deines Getreides essen, sondern vor dem Herrn, deinem Gott, an dem Ort, den der Herr, dein Gott, erwählen wird, sollst du es essen. Ich sage die ganzen Bibelverse nochmal auf, weil es wird so knallhart um diese Sache geht. Es geht hier um einen gewissen Ort. Ja? Es geht um einen Ort und dieser Ort wird so, so wichtig werden. Dann Vers 19, auch super wichtig für das Kapitel, was wir gerade gesehen haben, Kapitel 17. Hüte dich, dass du den Leviten nicht verlässt und all deine Tage in deinem Land. Den Leviten nicht verlassen. Gott weiß genau, was Israel sehr, sehr leicht tun könnte. Vers 20 wieder. Wenn der Herr, dein Gott, dein Gebiet erweitern wird. Oh, jetzt die Entfernung wird ein Problem. Ja? So wie er zu dir geredet hat und du sprichst, ich will Fleisch essen, weil deine Seele Fleisch zu essen begehrt. So darfst du Fleisch essen nach all deiner Herzenslust. Wisst ihr, Gott ist ein guter Gott. Und er möchte einfach, dass wir uns einfach auch wohl fühlen. Auch in unserem Menschsein. Und er sagt, wenn du denkst, weißt du was, ich will Fleisch essen. Ich habe einfach, ja, aus meiner Seele heraus kommt dieses Bedürfnis, weil ich habe einfach mal auf gut Deutsch Bock, Fleisch zu essen. Er sagt er, nach all deiner Herzenslust, du kannst das machen. Ja? Aber Vers 21 und 22, wenn der Ort, den der Herr dein Gott erwählen wird, um seinen Namen dahin zu setzen, fern von dir ist, so darfst du schlachten, du darfst also die ganzen Sachen und so weiter machen. Und der Unreine und der Reine, die dürfen auch essen. Jedoch die heiligen Dinge, die du haben wirst und deine Gelübde, sollst du nehmen und an den Ort kommen, den der Herr erwählen wird. Wow. Also man könnte eigentlich sagen, okay, Mose, du kannst es gar nicht klarer gesagt haben. Und dann sagt er am Ende in Vers 28, habe Acht und höre auf alle diese Worte. Und es wird dir wohlergehen und du wirst einfach Freude haben. Du sagst dir, wow, das ist doch eigentlich ziemlich klar. Vielleicht ist jetzt noch eine letzte Frage, dass du dir denkst, ja, wieso hat es denn Gott alles so gesagt? Er sagt es im letzten Vers von Kapitel 12, in Vers 31, sagt er, ihr müsst wissen, was die gemacht haben mit ihren Göttern. Die haben für ihre Götter ihre Söhne und Töchter durch das Feuer gehen lassen. Einfach nur als kleiner Hinweis, ihr denkt, das sind jetzt vielleicht einfach so kleine, mini-kleine atomare Probleme. Ja? Und ich zeige euch kurz die Atombombe. Am Ende gehen halt eure Söhne und Töchter, die werden halt verbrannt. Ist es mega relevant. Das ist, was Gott eigentlich damit sagen will. Gut, die Sache ist eigentlich sehr, sehr klar. Zusammengefasst könnte man kurz sagen, Gott sagt, ey, ich schenke dir ein Land, genieß es. Bitte aber das Land einnehmen, please do it. Und
mich nicht vergessen. Das heißt, wenn ihr zu mir kommt, an diesen Ort gehen und die Leviten auch nicht vergessen. Und was hat Israel gemacht? Richter 17, Leviten vernachlässigt. Erste Sache. Und jetzt kommt dieses Problem mit diesen Danittern. Ja? Das sind Personen, die aus dem Stamm Dan kommen. Nicht Darm, sondern Dan. Und ja, und die machen eine ganze Menge falsch. Und das schauen wir uns jetzt an. Vielleicht ganz kurz ein Wort, wer ist Dan? Ich habe euch noch nicht das Ende erklärt von diesem Schaubild. Vielleicht ganz kurz. Wenn wir im Kleinen Fehler machen, hier, wenn wir hier Fehler machen, dann werden wir auch den Ort, wovon wir gerade gesprochen haben, den werden wir auch verlieren. Das werde ich euch jetzt gleich kurz zeigen. Was es heißt, im Kleinen Fehler zu machen. Und den Ort haben wir jetzt gerade gesehen. Das ist der Ort, wo Gott seinen Namen wohnen lassen will. Übertragen auf heute direkt, dass ihr das wisst, ist es die Kirche, ja, die Gemeinde Gottes, wo Gott seinen Namen wohnen lässt. Das heißt, er ist durch den Heiligen Geist in jedem Gläubigen drin. Okay, wir gehen zurück. Dan, wir müssen kurz noch verstehen, wer ist eigentlich Dan? Jakob, der Patriarch, der hatte 12 Söhne. Und sein fünfter Sohn, der hieß Dan. 1. Mose 30, 6, kannst du es durchlesen. Und die Mutter von Dan war Bilha. Das war Rahels Magd. Ja, die haben sich da ein bisschen gekloppt, um wer mehr Kinder hat und so weiter. Sehr geistlich. Und dann hat die Rahel gesagt, okay, ich kriege nicht so viele Kinder. Bilha, vielleicht kannst du ja auch mal versuchen. Und daraus ist halt Dan entstanden. Gut. Jakob hat einen Segen dann ausgesprochen über alle seine Kinder und auch über Dan. Und bei Dan hat er gesagt, Dan wird sein Volk richten. Das klingt erstmal, ja, das Anführen. Der wird das Volk anführen. In welche Richtung, weiß man nicht so genau. Dann geht's weiter. Dan wird eine Schlange sein am Weg, eine Hornotter am Pfad, die in die Ferse des Rosses beißt und rücklings fällt der Reiter. Also das ist da sieht man, das geht nicht in so eine ganz gute Richtung. Diese Prophezeiung von Dan werden sehen, dass es ein sehr ja, schlimmer Stamm am Ende geworden ist. Gut, aber jetzt wollen wir wissen, woher kommt das Problem in Richter 18? Jeder der Stämme hat ein bestimmtes Gebiet zugewiesen bekommen, aber Dan hat sein Gebiet nie ganz erobert. Die hatten hier, wenn. Um hier einen Kasten drumherum. Die hatten was ist das, Westen, so ziemlich in der Mitte. Das mögen Geografielehrer immer sehr, sehr stark. In der Mitte. In der Mitte, so im Westen, wenn du Israel die Karte vor dir hast. Wir machen das mal hier in unserem Eck, machen wir das mal hier an die Seite dran. Hier unten hatten die ihr Gebiet. Ja? Und dann hier unten in diesem Gebiet, da war Ekron. Ja, und das haben die nicht eingenommen. Die haben Ekron nicht eingenommen, deswegen gab es hier ein Problem. Die hatten im Süden von ihrem Gebiet, hatten die das Gebiet nicht eingenommen. Und das kannst du nachlesen im ersten Kapitel von Richter, also das ist relevant für unsere Geschichte. Das war eine sehr fruchtbare Gegend und das hat dazu geführt, dass die ein bisschen eingeengt waren. Die waren nicht ganz abgeschnitten von der Küste. Die hatten noch ein bisschen Platz, aber das war alles ziemlich eng, die ganze Geschichte. Und eine Sache, die auch sehr, sehr interessant ist, die hatten verschiedene Städte, zum Beispiel Zora, Ajalon, Ekron oder Joppe, wenn wir auch sagen. Und das waren vier Städte, die den Leviten zugeteilt waren. Das kannst du in Josua 19, kannst du das nachlesen, 21. Das bedeutet, Dan war auch der Ursprung des Problems für die Leviten. Das heißt, eine kleine Inaktivität, kleines Problem, einfach die Städte nicht eingenommen, oben in den Hügeln geblieben. In Richter 1 kannst du das durchlesen, da unten in der schönen, im schönen saftigen Gebiet, da haben die Philister einfach gesagt, nö, kommt da nicht hin. Und da haben sie gesagt, ah, werden wir vielleicht doch nicht einnehmen. Die Sache ist ja auch nicht so schlimm. Ja, doch, es war halt doch schlimm, denn hier unten wurde es jetzt ein bisschen zu eng und da haben die sich gesagt, hey, wir gucken mal woanders und sind weggegangen von dem Ort, wo sie eigentlich sein sollten, aber wo es halt diese
fehlende Einnahme, wo sie es nicht eingenommen haben, das Land, und sind im Endeffekt dann auf Auskundschaft gegangen. Sie haben auf den Geist Gottes nicht gehört, auf das Wort Gottes auch nicht, so wie das Wort Gottes das Land eingeteilt hatte, sondern sie sind einfach in ihren eigenen Gedanken nachgegangen, vor allen Dingen ihren Augen, nämlich Kundschafter. Wir gucken uns einfach mal ein bisschen um und schauen uns mal an, wie die Lage ist. Und schicken 5 Kundschafter los, sehr interessante Parallele auch zu Josua, hat auch 5 Kundschafter losgeschickt, war auch jetzt nicht, das Endresultat war auch nicht das Beste. Aber gut, man geht nach seinen Augen, weil man hat die Autorität Gottes eigentlich auf Seite gelegt. Ja, das ist, diese Sache zeigt eigentlich, dass die Autorität, ich mache mal hier eine Krone als Autorität, man hat die Autorität Gottes eigentlich auf Seite gelegt und sagt sich, du hast mir im Endeffekt nichts zu sagen. Gut, wo sehe ich das denn? Wo sehe ich denn, dass es ein Problem ist in Richter 18? Wir können Richter 18, Vers 3 lesen. Was wir bis jetzt gesehen haben, waren die ersten 2 Verse. Und jetzt kommen wir zu dem Gespräch, was diese Danitter haben, als die jetzt losgehen und auskundschaften. Die kommen nämlich zu dem Haus Michas und werden sich jetzt mit dem Leviten unterhalten. Und ganz interessant sind die Fragen, die sie stellen. Die erste Frage ist, Kontext, also sie, als sie beim Haus Michas waren, erkannten sie die Stimme des Jünglings, des Leviten, und sie wandten sich dahin und sprachen zu ihm, wer hat dich hierher gebracht? Erste Frage, wer hat dich hierher gebracht? Wer hat Autorität in deinem Leben? Wer hat dir gesagt, dass du eigentlich hier sein sollst? Die zweite Frage, was tust du hier? Tätigkeit. Und das dritte, was hast du hier? Das kann man auch übersetzen mit, warum bist du hier? Ja, das ist eigentlich, da steht nur, was hier? Ja, warum bist du hier oder was hast du hier? Da geht es sehr, sehr stark, du hier, warum? Also es ist sehr, sehr stark deine Identität. Super interessante Fragen. Und noch interessanter, wie Micha da antworten wird. Wie der Levit antworten wird. Steigen wir vielleicht direkt da ein, ja? Der Levit spricht dann zu ihnen und sagt, so und so hat Micha mir getan und er hat mich angestellt und ich bin sein Priester geworden. Okay, super interessant. Micha, also der Levit antwortet ja gar nicht auf die erste Frage. Die erste Frage war, wer hat dich hierher gebracht? Und hier ist das Problem, was du siehst, ja? Es gab keine Autorität in seinem Leben. Die Autorität, die ihn dahin gebracht hat, das war ja seine eigene. Wir hatten das ja gesehen, dass er hingegangen ist, wo immer er es traf. Das heißt, er war selbst seine eigene Autorität. Er hatte die Autorität aufgegeben, genauso wie die Kundschafter auch von Dan. Die hatten Gottes Wort auf Seite geschoben und waren auf eigene Faust. Sehr gut. Sehr gut ausgedrückt. Die waren auf eigene Faust, waren die losgegangen. Okay. Und jetzt kann er diese Frage nicht mehr beantworten. Und wenn du die Frage der Autorität nicht beantworten kannst, dann wird die Tätigkeit auch sehr, sehr sinnlos. Was tust du hier? Also Autorität kann ich dir nicht beantworten. Du kannst zwar noch weiterarbeiten in deinem Leben, wenn du das nicht beantworten kannst. Aber auf lange Sicht wird dein Leben sinnlos werden und du wirst deine eigene Identität verlieren. Ja, wir haben das sehr, sehr stark gemerkt, auch in unserer westlichen Welt. Wir haben im 20. Jahrhundert sehr, sehr stark Gottes Wort verworfen. Und es ist wie wenn du bei einer Quelle die Quelle verstopfst. Das Wasser fließt noch weiter. Die Tätigkeit geht noch weiter. Die Leute arbeiten noch weiter. Die gehen auch teilweise noch weiter in die Kirche und so weiter. Nur, irgendwann stellt sich doch die Frage, was mache ich hier eigentlich? Warum mache ich die Dinge? Und am Ende kommt die Frage nach der Identität, wer bin ich eigentlich? Das löst sich einfach eins nach dem anderen auf. Aber es fängt an mit der Autoritätsfrage. Okay, so, und Micha sagt, wie Adam schon früher im Garten Eden, ja, sagt er, als Antwort auf diese Frage, sagt er, Micha, der hat es im Endeffekt gemacht. Ja,
das hat er mir getan, der hat mich angestellt und da bin ich Priester geworden. War ja keine Antwort auf die Frage, wer hat dich hergebracht? Du bist ja eigentlich hierher gekommen erstmal. Ja? So. Und sie realisieren, okay, der Typ ist total pragmatisch. Es entspricht nicht seinem Levitenstand, was der hier macht. Und dann ist interessant, dass sie sagen, okay, cool, von so jemandem würden wir auch gerne wissen, welchen Weg wir jetzt gehen sollen. Sie sagen, befrage doch Gott, damit wir wissen, wo wir hinziehen sollen, damit es uns gelingt. Und was sagt er? Natürlich sagt er, zieht hin in Frieden. Ja? Interessant, dass falsche Propheten immer sehr oft sagen, Frieden, Frieden. Er sagt, geh hin in Frieden. Vor dem Herrn ist euer Weg, auf dem ihr zieht. Komplett falsch geleitet. Und was haben wir jetzt hier? Wir haben jetzt hier die Autorität Gottes auf Seite gelegt und einen Pragmatismus. Einen geistlich maskierten Pragmatismus. Also auf gut Deutsch, ich mache, was ich will. Aber ich finde eine geistliche Entschuldigung dafür. Aber im Endeffekt geht es eigentlich nur darum, was ich mit meinen Augen sehe und denke, dass es gut ist, das mache ich. So, und man könnte denken, ja gut, jeder soll doch nach seiner Fasson selig werden. Aber wir werden sehen, dass da noch ein bisschen mehr hinter ist. Denn was als nächstes passiert, ist, dass die Ruhe und Sicherheit zerstört wird. Wir sehen dann Vers 7. Die fünf Männer, die gingen weiter und die kamen nach Lais, das ist ganz im Norden. Und sie sahen das Volk, das darin war, in Sicherheit wohnen, nach der Art der Sidonier, ruhig und sicher. Und was dann passieren wird, ist, dass die diese Sicherheit zerstören werden. Die werden die nämlich klitz und klein schlagen. Und wenn wir glauben, dass Pragmatismus, dass uns das Ruhe gibt, was wir sehr, sehr oft glauben in unserem persönlichen Leben, ja, dass wir einfach denken, ah, komm, reden wir nicht drüber, wir sind jetzt einfach ein bisschen pragmatisch und wir lassen die Ungerechtigkeit einfach liegen und dann ist doch einfach gut, Frieden, Frieden und so. Ja? Das führt eben nicht zu Frieden und Sicherheit. Frieden und Sicherheit gibt es nicht in Lais, sondern das gibt es in Silo oder Shilo. Was ist Shilo? Das ist der Ort, den Gott ausgewählt hat. Aber die Daniter sind jetzt gerade dran, sich ganz, ganz langsam zu entfernen. Und das durch einen geistlichen Pragmatismus. Warum bringt Pragmatismus Unsicherheit und Unruhe rein? Weil Gewalt immer siegt im Pragmatismus. Wer am gewalttätigsten ist, der gewinnt. Und das ist ganz einfach. Warum? Weil, wenn du pragmatisch bist, dann willst du eigentlich eine Sache machen. Du möchtest Schmerz vermeiden und du möchtest auf der anderen Seite, willst du deine Freude maximieren. Okay? Das ist, was du, wenn du jetzt pragmatisch denkst, nach dem, was deine Seele dir sagt, sagst du, doch, lass uns den Schmerz möglichst vermeiden. Und Freude maximieren. Wird jeder heute sagen, ja, das ist doch heute das Lebensprinzip, nach dem jeder lebt. Und das führt aber dazu, dass derjenige, der sagt, okay, und ich füge dir am meisten Schmerzen zu, dass du dann sagst, oh, okay, dann machen wir das vielleicht so, wie du das willst. Weil ich will ja Schmerz vermeiden. Und mir geht es ja nicht darum, dass wir die Wahrheit tun oder dass wir das Richtige tun. Es geht mir einfach nur darum, Schmerz zu vermeiden, Freude zu maximieren. Und deswegen machen wir das so, wie du das willst. Und das sehen wir in Vers 15 und 16. Da sehen, die schnappen sich 600 Leute jetzt. Aus 5 werden plötzlich 600. Und kommen zurück. Und dann kommen sie zu dem Haus des Leviten. Vers 15 und 16. Zu dem Haus des Michas, wo der Levit ist. Und sie fragen ihn nach seinem Wohlergehen. Also es kommt ganz nett um die Ecke. Aber es steht im nächsten Satz, die 600 mit ihrem kriegsgerecht umgürteten Männer aber, die von den Kindern Dan waren, blieben am Eingang des Tores stehen. Das heißt, sie standen an der Tür, fettes Grinsen, hey, schön, dich wieder zu sehen. Und im Hintergrund siehst du halt 600 Mann. Das ist eine relativ klare Botschaft. Und was dann passiert, ist, dass wir sehen, dass Gewalt
den Diskurs der Pragmatiker bestimmt. Ja, wenn du derjenige bist, der bereit ist, am härtesten draufzuschlagen, bist du derjenige, der auch sagen kann, was geredet wird und was eben nicht besprochen wird. Okay? Also zum Beispiel lesen wir dann Vers 18, dass die sagen, ey, wir nehmen einfach das Ephod mit und das Götzenbild. Und dann sagt der Priester so, hey, was macht ihr denn gerade? Was tut ihr, steht da. Antwort, schweig. Ja, leg deine Hand auf deinen Mund und geh mit uns. Und sei uns ein Vater und ein Priester. Es ist besser für dich, Priester zu sein für das Haus eines einzelnen Mannes oder Priester zu sein für einen Stamm und für eine Familie in Israel. Da wurde das Herz des Priesters froh und er nahm das Ephod und die Teraphim und das geschnitzte Bild, genau das, was er eigentlich gerade gesagt hat, was falsch war, und er ging mitten unter das Volk. Okay? Die haben ihm einfach gesagt, Junge, halt einfach die Klappe, du bist ein Pragmatiker, das wissen wir, du hast selbst Kompromisse eingegeben und wir gehen einfach nach deinem eigenen Prinzip, warum willst du für einen Typen ein Priester sein, sei es doch für ein ganzes Volk, ist doch viel besser. Und der Pragmatiker, der will einfach nur Schmerz vermeiden und Freude maximieren. Deswegen ist er total froh und sagt, klar, das, was ich gerade, wo gerade mein Gewissen geschlagen hat und gesagt hat, hey, ist vielleicht nicht gerade so gut, genau das werde ich jetzt tun. Aber er muss halt damit leben, dass er nicht reden kann. Ja? Man verbietet ihm die Sprache. Aber ist ihm egal. Es geht ihm nicht so stark um Autorität. Wer keine Autorität anerkennt, hat auch keine eigene Autorität. Und wer Gottes Wort verachtet, dessen Wort wird auch verachtet. Aber das ist ihm eigentlich egal, weil es geht ihm nicht um die Wahrheit, sondern es geht ihm einfach nur um sein persönliches Wohlbefinden. Dann kommt es zu Micha. Ja, Micha ist auch dran. Und dem Micha sagt man eine ähnliche Botschaft, nämlich Vers 24 und 25, da sagt der Micha, meine Götter, die ich gemacht habe, habt ihr mir genommen. Und dazu den Priester, ihr seid weggezogen, ihr habt das geklaut. Und was habe ich noch? Was für ein Satz. Und was habe ich noch? Und die Daniter sprachen zu ihm, lass deine Stimme nicht bei uns hören, damit nicht Männer heftigen Gemüts über euch herfallen und du dich und dein Haus ums Leben bringst. Wahnsinn. Was sie dem im Endeffekt sagen ist, auch dir, mein lieber Pragmatiker, sagen wir einfach nur, halt die Klappe. Weil hier herrscht nicht das Recht der Götter oder Gott, ja, sondern der Menschen. Du hast dir einen Gott gebaut und wir haben deinen Gott geklaut. Und wer will jetzt sagen, ob das eine besser ist als das andere? Es gibt sowieso keine objektive Wahrheit mehr. Es geht hier einfach nur darum, wer der Stärkere ist. Und das haben wir doch jetzt irgendwie festgestellt, oder? Guck dir die 600 Leute an und die sind heftigen Gemüts. Und wenn du willst, dann machen die aus dir klein Geschnetzeltes. Gut. Es ist sehr interessant zu sehen, was er sagt, dieser Michael, der sagt, was habe ich noch? Ich habe mir diesen Gott weggenommen und ich hab eigentlich gar nichts mehr. Und das ist eine Ohrfeige eigentlich für Gott, der das hier alles sehr, sehr neutral erzählt. Es ist kaum Wertung eigentlich in diesen Geschichten drin. Man muss wirklich ganz genau schauen, um zu sehen, was Gott wirklich denkt über diese ganze Sache. Aber was für eine Ohrfeige hier, was habe ich noch? Du hast immer meinen Götzen genommen, ich habe ja gar nichts mehr. Doch, du hast alles noch. Du hast Shiloh. Und da ist die Gegenwart Gottes, da kannst du immer hingehen. Und da ist Gott persönlich, kannst du treffen. Den Gott, den du dir gemacht hast, das war einfach nur ein Ballast. Und der ist gerade runtergefallen, der ist gerade zerbrochen, du hast eigentlich gerade eine riesen Befreiung erfahren. Aber für Micha hatte der gar nichts mehr. Und wer nicht Gott hat, der hat wirklich nichts. Und wer nichts hat, der hat auch nichts zu sagen. Und das ist genau, was der Micha erfahren muss. Ja? Er hat sich weggewendet von seinem Gott, er hat sich seinen eigenen Gott gebaut, aber dieser Gott konnte ihm dann auch sehr, sehr leicht geklaut werden. Und somit alles, was er dachte, gehabt zu haben. Ja. Wir hatten gesehen, aus einem Atom wird eine Atombombe. Der Priester
In Richter 17 hatte sich einen Götzen gemacht und ins Haus gestellt. Und am Ende kommen wir raus bei einer Geschichte, wo im Norden Israels plötzlich ja, so ein Götze steht und im krassen Kontrastprogramm zu Shiloh, wo immer noch die Gegenwart Gottes ist. Und ich finde es so bemerkenswert, wie am Ende steht. Das sehen wir am Ende von Vers 30 und 31. Da steht: Und sie stellten das geschnitzte Bild Michas. Es war das geschnitzte Bild Michas. Der Micha war, ist dann schuld, dass da so ein geschnitztes Bild oben in Dan steht. Die Daniter stellen dann oben in Lais, in ihrer neuen Stadt Dan, stellen sie dieses geschnitzte Bild Michas auf, das er gemacht hatte. Alle Tage, jetzt kommt's, da das Haus Gottes in Shiloh war. Da sieht man doch, dass Gott eine Wertung reinlegt. Dass er sagt, ja, jetzt ist da oben dieses Götzenbild, aber unten in der Mitte von Israel, da ist immer noch das Haus Gottes in Shiloh. Wow, was für eine sehr, sehr krasse Ansprache. Aus Dan ist nichts mehr geworden danach, ja. Dan hat Israel nur weiter in den Götzendienst getrieben. Und es ist interessant, dass es eine Vorbereitung ist, auch für eine Sache, die für uns zukünftig ist. Denn wir können sehen, ja, aus verschiedenen Aspekten, wenn man sich die Offenbarung anschaut und auch die Prophetie von Jakob, dass aus Dan wahrscheinlich der Antichrist kommen wird. Wir sehen, dass Dan, also ganz Israel wird gerettet werden, das ist auf jeden Fall auch klar, wie das im Römerbrief steht, und auch Dan wird gerettet werden. Aber wir sehen das in der Offenbarung, sehr, sehr interessant, Offenbarung 7. Da werden die 144.000 Versiegelten, die Juden sind, da wird gezeigt, aus welchen Stämmen die kommen. Und es ist ganz interessant, dass der Stamm Dan da nicht gezeigt wird. Dass er ganz am Ende der Geschichte, ja, wie das in Hesekiel 48 auch gezeigt wird, natürlich Dan auch sein Erbteil haben wird. Aber während der Zeit der Offenbarung sehen wir Dan nicht aufgelistet. Und wir sehen eher, dass aus Dan ja, eine Schlange kommen wird. Etwas sehr, sehr Böses. Alles fängt an, dass man das Wort Gottes auf Seite gelegt hat, die Autorität Gottes auf Seite gelegt hat, pragmatisch geworden ist, dann dementsprechend gewalttätig geworden ist. Andere müssen dann plötzlich schweigen, wenn Gewalttätige kommen. Und am Ende haben wir knallharten Götzendienst in Israel. Sehr sprechend, denke ich, auch für unsere Zeit. Ich hoffe, dass es dir helfen kann, auch dein Leben vielleicht zu evaluieren, nachzudenken, ob du in deinem Herzen wirklich Gott regieren lassen willst oder ob du pragmatisch sein willst und selbst nachdenken willst, dir deine eigenen Gedanken machst, durch deine Augen schaust und durch die Welt gehst, indem du das Land auskundschaftest oder ob du dich leiten lassen willst durch den Heiligen Geist. Ich persönlich will, dass es der Heilige Geist ist in meinem Leben. Ich hoffe, du auch. Und ich freue mich, dass wir noch das Wort Gottes haben, was uns führt und leitet durch diese Zeit. Wir werden weitermachen mit Richter 19. Ich freue mich sehr drauf, dich dann zu sehen in der nächsten Predigt. Bis dann.